Und ich begrüße André Meister, Blogger, Landesverräter, Aktivist zum Thema BND-Gesetz. Herzlich willkommen. Hallo. Wer kennt denn das Gesetz? Echt? 3 Hände? 4 Hände? In der Seabase? Na, schon mal eine Berichterstattung darüber gelesen haben. Eventuell sogar schon mal so ein PDF mit einer Drucksache, wo diese ganzen... Okay, ich sehe schon. Drei Jahre ist jetzt her, dass wir von Edward Snowden erfahren haben, dass die digitale Welt so ziemlich komplett überwacht wird. Er hat damals in einem Interview mit Laura Poitras ziemlich deutlich gesagt, dass er die Möglichkeit hat, von seinem Schreibtisch aus bei der NSA bzw. bei der Zuliefererbude jeden auf der ganzen Welt abhören zu können. Und damit meint er auch wirklich jeden, wie wir dann in verschiedenen Folien sehen könnten. Ich will jetzt nicht 3 Jahre Snowden nochmal aufrollen, wir reden ja eigentlich über die Konsequenzen, aber so viele Programme wieder ans Licht gekommen sind, wie die Geheimdienste die digitale Welt einmal komplett absaugen und überwachen. Und zwar nicht nur die der sogenannten Five Eyes, der englischsprachigen westlichen Staaten, sondern eben auch der BND. Das ja, hat zu einigen Debatten geführt, ob wir sowas in einer freien Demokratie denn überhaupt wollen. Und ich glaube, viele Leute haben eine Antwort darauf. Aber um das nicht nur... jetzt bin ich lauter geworden. Um nicht nur das zu nehmen, was da der Edward Snowden mit Journalisten ausgepackt haben, haben wir in Deutschland uns einen Untersuchungsausschuss gegönnt, mit dem dann alles in Ordnung kommt. Der hat nämlich unter anderem in seinem Einsetzungsbeschluss das Ziel aufzuklären, inwieweit denn die Deutschen auch von diesen Massenüberwachungen, die Edward Snowden enthüllt hat, Kenntnis hatten, beteiligt waren, etwas dagegen unternommen haben oder Nutzen daraus zogen. Hier bei der Anhörung von damals noch BND-Präsident Schindler, mittlerweile nicht mehr. Und der Ausschuss ging los mit einem ziemlichen Paukenschlag. Die 3 Grangen des Verfassungsrechts haben unisono gesagt, die gesamte deutsche Auslandsaufklärung ist rechtswidrig. Illegal. Komplett. Das ging dann noch ein bisschen so weiter. Mittlerweile haben wir den Ausschuss 2,5 Jahre lang. Aber immer mehr Leute sagen das. Hier nochmal Ex-Verfassungsschutzpräsident, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht ist auch eine Art von Schutz der Verfassung. Aber auch der sagt ja, Abhöraktionen, wie der BND am Internetknoten in Frankfurt am DZIG macht, sind insgesamt rechtswidrig. Also nicht irgendwie, die sind so problematisch, sondern insgesamt rechtswidrig. Und zwar nicht nur einfach gesetzlich, sondern auch verfassungsrechtlich, aber das ist eine Debatte, zu der komme ich gleich nochmal. Und dann haben wir unsere sonst eher schale Bundesdatenschutzbeauftragte, die sich dann auch mal zu Wort gemeldet hat, beziehungsweise die wir zu Wort kommen lassen haben. So öffentlich wollte sie das eigentlich gar nicht sagen. Die gemeint hat, die hat schwerwiegende Rechtsverstöße festgestellt, die herausragende Bedeutung haben und Kernbereiche Aufgabenerfüllung des BND betreffen. Aber den Artikel haben wenigstens ein paar von euch gelesen, oder? Keine Hände, nur nicken, okay. Immerhin. Aber es gibt sogar noch jemanden, der Probleme festgestellt hat. Das Kanzleramt höchst selbst hat technische und organisatorische Defizite identifiziert. Und auch die SPD hat gemeint, der BND muss noch ein bisschen nacharbeiten. Aber nachdem jetzt alle gesagt haben, okay, das, was da passiert, zumindest in einer ganz groben Bewertung, geht so nicht mehr, das muss angepasst werden, gibt es das BND-Gesetz, eine Neuregelung, mit dem das alles in Ordnung kommen soll. Darüber will ich ja ein bisschen quatschen. Und die Bundesregierung hat das vor ein paar Wochen auf den Weg gebracht, so ziemlich knapp vor der Sommerpause, ich glaube im Juni. Und darin sagte sie in ihrem Pressestatement, werden die Regelungen für die Arbeit präzisiert. Schon geil, wie das jetzt was anderes ist, als alles ist illegal und wir hören entweder auf damit oder machen es jetzt legal, sondern wir präzisieren die Regeln der Arbeit. Geil, ne? Ich habe das BND-Gesetz, das lang, ich komme gerade von Veranstaltungen im Bundestag, wo es 2,5 Stunden mit diversen Rechtsexperten darum ging. Das werde ich in meinen, weiß ich nicht, wie viel habe ich überhaupt, 15 Minuten nicht alles zusammenfassen. Das ist im
auch in den 2,5 Stunden war das gar nicht umfänglich machbar. Ich habe mir 4 Kernpunkte rausgesucht vom Gesetz, die ich analysieren will und einordnen möchte. Und zwar einmal der BND, der Auslandsnachrichtendienst. Ist das Ausland zuständig? Es wird uns immer gesagt, da geht es um Afghanistan, um die Truppe, um Bomben am Wegesrand von dort, wo auch immer die Bundeswehr gerade die Freiheit Deutschlands verteidigt. Aber der BND, wie herausgekommen ist, sitzt seit 2009 in Frankfurt am D6 und schnurschelt D6-Leitungen ab. Was macht das neue Gesetz? Das steht da unten. Das erlaubt das. Der BND darf jetzt vom Inland aus Informationen erheben und verarbeiten. Quasi das, was vorher illegal war und alle Jura-Experten kritisiert haben, steht jetzt im Gesetz, das wird jetzt erlaubt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich erinnere, der frühere Präsident des, diesmal hoffentlich richtig, Bundesverfassungsgerichts, das als insgesamt rechtswidrig eingeschätzt hat. Also der hat nicht nur gemeint, da gibt es, also man kann, es gibt in Deutschland das Grundgesetz, die Verfassung, und einfache Gesetze können Grundrechte beschneiden. Das neue Gesetz kann auch neue Regelungen machen, das neue Gesetz kann sich aber nicht über die Verfassung stellen. Und er hat gemeint, das wird noch eine Juristendebatte in den nächsten Wochen, dass der Zugriff des BND D6 nicht nur einfach gesetzlich illegal ist, sondern auch von der Verfassung her verboten ist. Mal sehen, mit welchen Argumenten das gekontert wird und welche Rechtsauffassung sich dann durchsetzen wird. Aber wenn wir schon mal akzeptieren, dass überhaupt der BND im Inland ist, dann ist noch die Frage, ja, wie viel darf er denn abhören? Hier ist so eine Statistik vom D6 aus den letzten 4 Jahren, heute frisch von der Seite, dass sich der Traffic immer weiter verdoppelt. Wo sind wir jetzt bei 5 Terabit pro Sekunde? Bisher wurde gesagt, gab es im alten BND-Gesetz so eine Grenze. Der BND darf Telekommunikationsleitungen abhören, also einzelne Glasfasern oder damals noch Kupferkabel, wo Telefonie drüber läuft oder auch eine Satellitenfrequenz. Und er darf nur 20% dieser Übertragungskapazität abhören. Im neuen Gesetzentwurf fällt das beides weg. Der BND darf jetzt nicht mehr nur einzelne Telekommunikationsverbindungen abhören, nämlich zum Beispiel eine der hunderten Verbindungen am D6, nehmen wir ein Beispiel, wie wir es aus den Papieren erfahren haben, zwischen der Telekom in Luxemburg und der Telekom in Österreich, wahrer Fall, nichts mit Afghanistan, aber das hat der BND gemacht, am Internetknoten in Frankfurt. Aber jetzt darf der BND sämtliche Kabel von einem ganzen Telekommunikationsnetz abhören, also den ganzen D6 oder die ganze Telekom, und zwar ohne 20% Grenze, sondern einmal 100%. Die Verteidigung, als ich gesagt habe, ist das nicht ein bisschen viel, haben die gemeint, keine Angst, der BND hat gar nicht so viel Geld, damit er sich so viel Technik kaufen kann. Ernsthaft, das steht in der Gesetzesbegründung drin. Vertraut uns, wir erlauben das gesetzlich alles, aber der BND hat nicht so viel Geld, dass er das tatsächlich ausschöpfen könnte. Geil, oder? Ein von uns befragter hochrangiger Verfassungsjurist sagte dazu, also ist eigentlich Rocket Science, dadurch dürfte das Ausmaß der Überwachung erheblich steigen, wenn sie mehr Kommunikationswege und mehr Prozent davon abhören dürfen. Ist klar, ne? Das bisschen Mathe ist nicht so schwer. Aber es wird gesagt, es geht ja immer nur um Terroristen. Wen wollen sie denn überhaupt überwachen? Wen überwacht denn der BND unser Auslandsgeheimdienst? Nur mal ganz kurz, was steht denn bisher im alten Gesetz? Also ich habe jetzt wäre ich mal ganz kurz technisch. Paragraph 5, Artikel 10 Gesetz. Artikel 10 ist das Gesetz, was das Grundrecht auf Post-, Telekommunikations- und Fernmeldegeheimnis, Artikel 10 Grundgesetz, einschränkt. Und da steht dran, der BND darf Grundrechtsträger, also nicht mal den ganzen Rest der Welt, sondern Grundrechtsträger, deutsche Personen auf deutschem Hoheitsgebiet und so weiter und so fort, abhören, um festzustellen und versuchen zu verhindern, bewaffneten Angriff auf die BRD. Okay, internationale terroristische Anschläge mit unmittelbarem Bezug zur BRD, ja, klingt noch schlimm. Verbreitung von Kriegswaffen, auch nicht so schlimm. Wobei dann in einem Halbsatz danach auch steht, waren Datenverarbeitungsprogramme und Technologien von erheblicher Bedeutung. Betäubungsmittel. Wer wusste, dass der BND Betäubungsmittel sucht? Geldfälschung, Geldwäsche und Einschleusung von ausländischen Personen. Also tatsächlich eines der größten Überwachungsziele, vor allem im letzten Jahr dürfte das so gewesen sein, sind nicht nur Terroristen, sondern sogenannte Schleusungskriminalität. Wir schaffen das,
werden alle vom BND überwacht. Gab es längliche Auseinandersetzungen im NSA-Untersuchungsausschuss, Geheimdienstuntersuchungsausschuss über Hauptstelle für Befragungswesen und wie Asylsuchende hier beim Angriff unter Vorspielung falscher Tatsachen von Geheimdiensten befragt wurden, um den Brotpreis von Aleppo zu ermitteln, oder auch Telefonnummern, die dann an die Amis weitergegeben werden und auf die dann eine Drohne fällt. Aber das ist nur, das ist noch nicht mal der ganze Punkt vom bisherigen Gesetz, was bisher erlaubt ist. Letztes Jahr wurde das Verfassungsschutzgesetz reformiert, diesmal wirklich der Verfassungsschutz. Ihr erinnert euch an den letzten Geheimdienstskandal vor der NSA, war das mit dem NSU. Gab es auch mehrere Untersuchungsausschüsse, wurde vielerlei rechtswidriges Verhalten festgestellt und dann gab es eine Gesetzesreform. Und in der Gesetzesreform für den Verfassungsschutz ist en passant reingerutscht, eine Reform für den BND, der darf jetzt Deutsche abhören, um das festzustellen. Angriffe mittels Schadprogramme auf IT-Systeme. Da steht in der Gesetzesbegründung drin, ja, das ist sowas wie DDoS. Wirklich, das meinen die ernst. Das steht in der Gesetzesbegründung. Der BND sucht jetzt nach DDoS-Angriffen am DZIX. So viel dazu, wenn die euch das nächste Mal sagen, islamistischer Terror, ganz schlimm, wir suchen wirklich nur die Bösen in der Welt. Nein, die suchen DDoS am DZIX. So wie die bisherigen gesetzlichen Regelungen, aber jetzt haben wir eine Reform, jetzt wird das alles besser, oder? Jetzt steht drin, im neuen BND-Gesetzentwurf, der BND darf Verkehrswege abhören, um Gefahren für die innere und äußere Sicherheit der BND zu erkennen und zu begegnen, klingt noch ganz sinnvoll, die Handlungsfähigkeit der BND zu bewahren und sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung über Vorgänge zu gewinnen. Oder über Vorgänge von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu gewinnen. Also wenn Merkel wissen will, was ihre Verhandlungspartner beim G20-Gipfel sagen, dann ist das von außenpolitischer Bedeutung. Darunter fällt alles. Ein von uns befragter hochrangiger Verfassungsrechtler sagt, das ist nicht nur sehr weit gefasst, sondern das ist annähernd beliebig. Das ist die Gesetzreform. Einen letzten Punkt habe ich noch, wo das dann bestimmt besser wird. Metadaten. Ich könnte jetzt stundenlang, und das habe ich auch, ich glaube, ich habe auf dem ersten netzpolitischen Abend was über die Vorratsdatenspeicherung erzählt, lange ist es her. Metadaten, erinnert euch, das, was wir lange gekämpft haben, ob eine Vorratsdatenspeicherung legitim ist und mehrmals von höchsten Gerichten abgeschossen haben. Ja, die Geheimdienste, die machen das schon längst. Hier ist sogar eine Software von den Cops, also von IBM, aber wird bei Cops eingesetzt, auch LKAs. Du lachst, da fangen, hä? Auf Windows XP damals noch. Ich weiß nicht, ob sie, ne, ich würde nicht behaupten, dass sie kein Windows XP mehr haben. Angeblich überwachen die ja Inhalte von Kommunikation, nur wenn einer von, wenn Selektor aufschlägt, also wenn man quasi eine E-Mail-Adresse hat. Oder eine @bundestag.de Teil einer E-Mail-Adresse oder eine bestimmte IP-Range. Alles das sind Selektoren. Und allein 14 Millionen Selektoren hat der BND von der NSA, die er am DZIX durchrattern lässt und an diversen anderen Abhörpunkten, die er weltweit hat. Aber Metadaten, die werden immer komplett genommen, ohne dass irgendein Selektor darauf anspringen muss, ohne dass irgendjemand dazu verdächtigt werden muss. Im neuen Gesetz steht, Verkehrsdaten werden höchstens 6 Monate gespeichert. Das ist doch schön, oder? Das heißt, die komplette Sammlung aller Metadaten ohne Anfangsverdacht, und zwar wirklich von allen, wird hier legalisiert. Da ist keinerlei Einschränkung drin. Mal ganz abgesehen davon, dass bisher darf der BND das für 3 Monate in seinen Datenbanken, jetzt wird es auch noch auf 6 Monate gespeichert. Aber dank der Bundesdatenschutzbeauftragten haben wir jetzt auch schwarz auf weiß, oder in meinem Fall weiß auf blau, was denn der BND mit diesen Metadaten alles so anstellt, indem sämtliche Metadaten ausgeleitet und erfasst werden, speichert der BND unstreitig auch Metadaten von unbescholtenen Personen, die für ihn nicht erforderlich sind. Unglaublich, oder? Wenn man einfach alle nimmt, dann sind nicht nur die Bösen dabei. Aber da steht, das wird gemacht. Das ist jetzt nicht mehr leugnenbar. Bisher wurde gesagt, nee, das ist nur für Terroristen. Nein, alle.
Und nicht nur der BND nutzt das, der gibt das auch noch an die NSA weiter. Auch aus dem Papier von der Bundesdatenschutzbeauftragten, das wir veröffentlicht haben, die mit X-Keyscore gewonnenen Inhalts- und Metadaten werden an die NSA übermittelt. Vollständig, komplett. Bis auf einen kleinen automatischen G10-Filter. G10-Filter ist das, um Grundrechtsträger nach Artikel 10 Grundgesetz rauszufiltern. Der funktioniert einmal komplett gar nicht, hat die Bundesdatenschutzbeauftragte auch gesagt. Also gerade eben bei der Diskussion mit Klaus Landefeld, der den DCX betreibt, kam raus, der funktioniert so zu 99%, 99, also und wenn sie gut sind, kriegen sie den auf 99,5%, was an den milliardenfachen Metadaten jeden Tag, die allein am DCX anfallen, eine mega große 100.000 millionenfache Grundrechtsverletzung deutscher Grundrechtsträger ist. Mal ganz abgesehen davon, dass, und ich bin jetzt kein Jurist, daher wird das ein bisschen tricky, aber dass das Grundrecht auf Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, wie andere Grundrechte, gar nicht nur für Deutsche gelten, sondern das ist ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht. Also eigentlich sollten das auch für diese Leute hier im pakistanischen Grenzgebiet gelten, für die aber einmal der komplette Telefonverkehr, Mobilfunkverkehr und Internetverkehr gespeichert und gerastert wird. Und wenn es von einem ausländischen Nachrichtendienst getan wird, dann wird das an die NSA gegeben. Und die werden nicht nur rausgefiltert, sondern da ist dann tatsächlich, geht es um Leben und Tod, irgendwann kann man aufgrund dieser Daten eine Drohne, einen Drohnenbomber auf den Kopf bekommen. Als kurzes Fazit, das schon auf der Titelfolie oder zumindest der Ankündigung war, mit diesem Gesetzentwurf, der jetzt im Bundestag ist, wird alles, was der BND macht, legalisiert und sogar noch ausgeweitet. Also was wir seit Snowden gelernt haben, alles, was illegal ist, manchmal wurde gesagt, es gibt keine Rechtsgrundlage. Dann war die Antwort der Großen Koalition, dann machen wir eine Rechtsgrundlage. Oder das ist illegal. Ja, dann machen wir es eben legal. Oder wenn wir schon mal dabei sind, dann erlauben wir dem DCX nicht nur 20% einer Glasfaser am DCX, sondern 100% vom ganzen DCX. Und geben die Daten einmal komplett weiter. Das ist der Historiker Foschepot. Der hat gemeint, schon am Anfang vom NSA, der NSA-Enthüllungen, alle größeren Geheimdienstaffären der Bundesrepublik sind zugunsten der Geheimdienste ausgegangen. Leider sieht es so aus, als ob das auch wieder passieren wird. Ich bin zwar Berufspessimist, aber um jetzt noch nicht komplett aufzugeben, es ist ein Gesetzentwurf. Der ist jetzt im Bundestag und zwar haben die Große Koalition und die Bundesregierung den gemeinsam eingebracht und vorher schon abgesprochen, was sie gemacht haben. Also gibt es jetzt nur noch die theoretische Chance, dass der Bundestag da etwas dran ändert. Aber ihr könnt da hingehen. Am 26. September ist Montag in 3 Wochen. Das ist eine Anhörung im Innenausschuss zu genau diesem Gesetzentwurf. Auf bundestag.de/innenausschuss oder bundestag.de und dann immer durchklicken über Ausschüsse, Innenausschuss. Muss man eine Mail hinschreiben, wenn man da hingehen will. Und dann kann sich das jeder live angucken, was die Sachverständigen dafür Kritik vortragen. Was die Abgeordneten danach, ob die Kritik aufnehmen. Danach ein Pressestatement einfangen. Und wenn euch das irgendwie betroffen hat, was ich bisher gesagt habe, dann könnt ihr auch einfach eure Abgeordneten kontaktieren. Das ist so der klassische Weg in der parlamentarischen Demokratie, denen eure Meinung sagen. Und vielleicht hören sie ja auf euch. Und wenn nicht, dann könnt ihr ihnen mit Abwahl drohen. Um noch nicht bei der übergroßen Koalition von 80% und weil die das vorher schon ausgedealt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt noch substanzielle Verbesserungen passieren, ist, also ich würde nicht drauf wetten. Aber das ist ja auch nicht der einzige Weg, wie man sich einbringen kann. Wir sind hier in der Seabase, wir sind bei einem Haufen Leuten, die sonst auch im CCC-Kongress können. Ihr habt doch technisch was drauf. Wie wär's denn mal mit einem anderen Ansatz? Die NSA ist doch eigentlich noch so viel besser und geheimer und viel besser ausgestattet als der BND. Die wurden gehackt. Und deren Zero Days sind im Internet gelandet. Mit dieser lustigen Beschreibung da unten drunter.
ist ja öffentlich. Außerdem würde mir das niemals einfallen. Also ich kann ja hier nicht zu Straftaten auffordern, aber am DZIX und überall anders stehen Überwachungsgeräte vom BND. Die sprechen IP. Wir nehmen auch weiterhin gerne Einsendungen an. Da ist unser PGP-Key. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr deprimiert, aber ich habe eine Buntlandung in der Zeit hingelegt und jetzt kann ich mir endlich ein Bier holen. Außer ihr Fragen. Ja, vielen Dank, André. Auch wenn das gerade noch bedeuten würde, dass du noch 2 Minuten auf dein Bier warten musst, würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall noch Fragen, Rückmeldungen oder sonst was entgegen, wenn es es gibt. Bitte hier dein Arm. Hi, inwiefern ist es dann tatsächlich eine Gesetzesgrundlage, wenn es irgendwie das Gesetz an sich irgendwie ziemlich verfassungsfeindlich irgendwie erscheint? Also gerade wenn man so irgendwie Vorratsdatenspeicherung irgendwie davor anschaut, irgendwie was vom EuGH irgendwie offenbar verfassungsfeindlich war und bla bla bla. Okay, wir machen mal 2 oder 3 Fragen auf einmal. Ja, vielleicht die Frage gleich aufgreifend. Wird es sich nicht lohnen, da verfassungsrechtlich vorzugehen? Ich meine, letztendlich sieht man ja, und das hast du ja schön dargestellt, es gibt irgendwie nur die Geheimdienste und die Gesetzesgrundlage zieht ihnen nach. Es gibt kein Verfehlen der Geheimdienste aus Sicht der Regierung und das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, verfassungsrechtlich ranzugehen, und das würde ich auch mal fragen, ob man das tun kann. Ich glaube, die Hoffnung ansonsten Geheimdienste abschaffen. Ja, die gehören einfach abgeschafft, weil alles andere hoffnungslos ist. Okay, 3. Frage, Rückmeldung noch. Können wir noch dazu nehmen? Können wir uns noch zumuten? Oh, okay. Ja, um nochmal einen positiven Ausblick zu geben, es gibt Gerüchte, dass etwas angemeldet wurde für den Tag und für die Uhrzeit vor dem Bundestag und dass noch auf eine Genehmigung des Innenministeriums gewartet wird. Okay. Auch keine Frage, das macht es leicht. Nur ein Hinweis auf irgendwas, das angemeldet wurde an dem entsprechenden Tag. Gesetzmäßigkeit, kann man das überhaupt gesetzliche Regelung nennen? Beziehungsweise wie schaut es aus mit dem Verfassungsgericht? Schutz. Ich veröffentliche ja immer echt viel, was ich nicht darf. Aber wenn es angekündigte Verfassungsbeschwerden, wenn es kommende Verfassungsbeschwerden gibt, könnte ich darüber wahrscheinlich noch nicht reden. Ich würde mal davon ausgehen, dass irgendjemand das hoffentlich tun wird. Ich war gerade im Bundestag, da hieß es, ja, die Linken und die Grünen, die haben zusammen nicht genug Mehrheit, damit sie ein Organklageverfahren dagegen anstrengen können. Organklage ist, wenn ein Organ des Bundestages klagt. Aber da die Opposition so winzig ist, wird das wahrscheinlich nicht reichen, damit sie das direkt zum Verfassungsgericht durchschieben können. Da käme es dann auf andere Instanzen an. Ich weiß nicht, ob Klaus Landefeld vom ECO schon hier ist. Sehr gut, dann kann ich es auch sagen. Es stand ja schon mal in der Zeitung, dass der DZIX, der große Internetknoten, dagegen klagt, gegen die Überwachungsanordnungen, die er bekommt. Quasi der BND geht hin und sagt, lieber DZIX, hier ist ein Brief, du musst uns jetzt mal Daten ausleiten. Gegen diese Anordnungen, so stand es in der Süddeutschen, will der DZIX klagen und da wird sich in nächster Zeit, glaube ich, auch noch etwas mehr ergeben. Ich bin kein Jurist. Große Juristen sagen nicht nur oft rechtswidrig oder sogar illegal oder manchmal eben sogar verfassungswidrig. Es gibt aber immer auch andere Juristen, die das anders sehen. Ich erinnere an die sogenannte Weltraumtheorie, dass in Bad Aibling, das die Bundesdatenschutzbeauftragte untersucht hat, da gilt kein deutsches Gesetz, da gilt kein BND-Gesetz, kein Bundesdatenschutzgesetz und kein G10-Gesetz, weil die hören ja Satelliten ab und die sind ja im Weltraum. Insofern, Edward Snowden hat uns auch gezeigt, egal wie Gesetze ausformuliert sind, die Dienste gehen immer bis hart an oder sogar über die Grenze dessen. Was wir als verfassungswidrig erachten, sehen andere Juristen nicht so. Es wird jetzt hoffentlich durch Snowden, den Geheimnisuntersuchungsausschuss, die letzten Jahren, ist ja auch schon fast vorbei, die interessierte Teilöffentlichkeit und dann auch so durch Dinge wie das neue Gesetz und das BFDI-Gutachten zu weiteren Klagen kommen. Es ist eigentlich schade in einer Demokratie, dass das immer der letzte Weg ist, um Grund- und Freiheitsrechte zu bewahren.
oder sogar zu retten. Von einem Ausbau ist ja sowieso nicht zu denken. Wir können nur hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht sich dem annimmt und das Gesetz oder auch andere Regelungen dann auch wieder für verfassungswidrig einstuft. Aber hell sehen kann ich auch nicht. Insofern, um es nicht total Depri zu machen, lass uns doch gemeinsam brainstormen, was gibt es denn über eine Klage und über meinen Abgeordneten bitten, dass er wirklich diesmal nicht das Falsche tut, hinaus an Aktivitätsformen, an kreativen Protest, an öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Kampagnen, Erklärvideos. Das klingt ein bisschen abgedroschen, das ist seit 3 Jahren Snowden, aber nicht darauf verlassen, dass die anderen klagen. Selber was machen. Aufs Brandenburger Tor klettern. Zum Beispiel. Ich kann leider so schlecht sehen, weil es so hell ist, aber gibt es noch eine Rückmeldung von euch? Ansonsten verabschieden wir André nochmal mit einem fetten Applaus. Vielen Dank.